So, meine Freunde, willkommen zum kurzen Supercard-Video. Da ich ja nicht da bin, gibt's ein Pick-Video. Wir machen 200 Picks auf. Ich bin gespannt, ob wir da was kriegen. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir suchen hier erstmal ein Spiel, weil die Picks kommen wir ja nur ran, wenn wir ein Spielchen gemacht haben. Und dann sind wir mal gespannt. 200 Picks, ich führe mal hier so eine kleine Strichliste, wobei mein letzter Boardpool halt auch schon ein paar Tage her. Nee, war es gestern? Naja, ich nehme ja das Video vorab auf. Darum gucken wir mal einfach, was dabei rumkommt. Bailey gegen Bailey. Meine pusht sich und kriegt nochmal eine Karte ab, heißt. Wir gewinnen dann. Oh, er hat dieselbe wie ich. Ich hoffe, dass meine Charlotte gewinnt. Sie hat das schickere Outfit, genau, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Und dann nochmal. Auch das gewinnen wir knapp. Heißt, ich habe 48 Picks mit meinen Money in the Bank Verträgen gekauft. Jetzt sind wir dann in Summe bei 52, die wir mal runterpicken lassen. Also, gewöhnlich. Gucken wir mal. Ein besonders selten. Guck mal, wir fangen sogar nicht mit einer seltenen an. Nochmal ein Kofi. Triple H. Na komm. Wir wollen schnelle Picks, dass wir so viel Port Series Sets wie möglich rausholen. Ein nochmal besonders seltener neuer Schwung. Jetzt fangen wir einfach mal da an. Direkt eine Ultra. Naja, das war ja klar. Ultra seltene Naomi. Meine Karten. Ich hätte natürlich auch vorher trainieren können. Trainieren wir mal Seth. Ja, der ist auch schon. Ah, hier braucht er noch ein Charisma-Match. Aber den, da können wir mal alles reinhauen. Ich mache auch direkt die Verbesserung mit weg. Na komm. Selten zwei Stück. Das wäre immer noch das Warten auf Netzwerk haben. So, besonders selten. Alles genau außer die Alicia Fox. Ich fange nämlich gerade noch mal an. Ein. Warte mal, die heben wir auf. Wenn ich nämlich gerade dran denke, dann kann ich ja meine Fusion weitermachen. So, ultra selten. 1, 2, 3. 100 Punkte brauchen wir noch. Mist, kriegen wir nicht zusammen. So ein Trick. Naja, ups, eins zu viel zurück. Dann gehen wir weiter. Und picken. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich jetzt mal schnell picke. Aber. Ja, ist wohl nicht. Mit schnell. Na komm, find wenigstens schnell einen Gegner. Wir müssen noch dreimal Money in the Bank Verträge aufladen. Da haben wir die. Den oder die Roro. Roro Noah Zora. Zorro, okay. Ist ja auch egal. Hauptsache wir gewinnen. Oh, das ist wieder so einer, der runterticken lässt. Dafür kriegt er ein Huhu. Das ist, warum ich nicht im. Ich spiele lieber hier Bestenlistenmodus, aber das ist der Grund, warum ich nicht im Bestenmodus Karten trainiere, auch wenn sie meine Deckstufe nicht runterziehen würden. Weil einfach so Honks, die. Ich mache es ja morgens auch, dass ich es durchlaufen lasse. So, okay, wir haben gewonnen gegen Alistair Black. Hier nehmen wir direkt. Oh, Gegner schaut das letzte Match an. Düm, 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 düm,
Da kann ich mal seinen Namen noch mal lesen. Roro Noah Zorro. Ganz kreativer Name. Komm. Härte Tempo. Okay, das nächste machen wir im Wild-Modus. Härte Tempo verlieren wir. Und hier haben wir. Rechnen, rechnen. Jetzt kann er mich natürlich, wenn er noch Jeff mit drin hat, gewinnt er natürlich. Und ich muss drauf warten. Ich glaube, ich habe jetzt die Verbesserung gar nicht wegtrainiert. Das heißt, wahrscheinlich stehen wir gleich am Limit der Verbesserung. Hier kriegst du direkt einen gut gemacht. Zeit tickt davon. Ja. Super, Spiel verloren. Wie unnötig. Aber gut, weiter geht's. Wir machen die mittlere Linie. Bisher hatten wir noch keine seltene. Zwei besonders seltene, eine ultra seltene. Wie geht's weiter? Vielleicht mit einer epischen? Na komm. 19 Picks, das heißt ein Board Reset haben wir auf jeden Fall noch. Ein seltener Callisto. So, fangen wir wieder in der Mitte an. Irgendwo hier waren wir stehen geblieben. Kriegen wir noch was? Noch 8, 7, 6 und dann müssen wir ja noch aufladen. Ich habe gesagt, 200 Picks machen wir. Es werden wahrscheinlich ein, zwei mehr sein durch die Spiele halt. So, Kofi Kingston. Also, das heißt, wir gehen wieder. Money in the Bank. Belohnungen. Belohnung einfordern. Belohnung einfordern. Belohnung einfordern. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin ja nicht da. Und darum nehme ich das Video für euch vorauf und ich hoffe eigentlich, dass es hier einen dicken, dicken Pull gibt. Ich mache immer 48, dann plus das Spiel, das dann kommt. Im Übrigen, wer es noch nicht weiß, also wer Team Battleground keinen Bock hat, so viele Spiele zu machen, da ist die Picks über die Dings zu nehmen auch sehr, sehr sinnvoll. Ich finde immer, dass ich hier besser ziehe, darum spiele ich das lieber. Es kann aber auch einfach nur an der Menge der, weil man hier halt fünf Karten ziehen kann, im Wild-Modus nur zwei Karten. So, also wir haben 50 weg, haben vier Board-Resets. Nur ja, wenn man das so rechnen kann, 1 zu 12. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, 1 zu 12. 25 Karten liegen auf dem Board, das heißt, man kriegt im Schnitt das bei der Hälfte der Karten. Lassen wir uns überraschen. Wieder Dr. Phil. Dr. Bob. Hier, wuh. So. Härte. Nein, was habe ich gemacht? Ich hol Brot, ich wollte. Wie dumm muss man sein? Ich wollte den hier anklicken. Ja, Dr. Bob wartet. Wie unnötig, ey. Härte Charisma, da ist. Warum kriegen wir jetzt immer die Trödel-Heinis? Wäre schön, wenn jetzt nochmal Diva kommt, dass ich ein faires Ausgleich habe. Och, Gegner schaut sich gemütlich alle Sachen an und kann nicht auf sein Pad oder sein Handy mal klicken. Hier, wuhu. Heute ist so höllisch warm.
Jetzt hat er es geschafft. Mal gucken, ob er uns Alice. Also ein Jinder Mahal. Okay, interessant. Okay, und netterweise kriege ich das Steven Badge. Wobei bei Bailey Kraft, es gibt durchaus Steven, also WM33 Pros, die hier jetzt Bailey in Kraft schlagen können. Oh, ich könnte ausrasten. Klaut's mir. Ja. So, und wir haben's geschafft. Die Zeit ist runtergelaufen. Okay, Sascha Banks ist nicht einer der, die in Kraft uns besiegen können, wenn sie sich aufpumpen, weil Sascha Banks gar nicht in Kraft aufpumpt. Aber okay, wir machen weiter mit unseren Picks. Oh, ein epischer. Okay, vielleicht kommt als nächstes legendärer und wir kriegen es noch hin, dass wir irgendwie hoch zur WM33 gehen. Das wäre auch nett. So, noch 39. Aber dann kommen ja noch mal 100. Nicht WrestleMania 33. Aber schon mal WM. Jetzt fehlt nur noch die 33. Hier ist der Pick 33. Ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, sie sollten einfach noch mal ein paar neue, auch gewöhnliche Karten mit reinwerfen. Einfach on top, weil damit ich noch mal ein paar neue Bilder. Besonders seltener The Miz. Habe ich gar nicht gesehen. Da direkt noch mal geklickt und ein ultra seltener Manager. Das heißt, wir sind jetzt gleich bei den 100 Picks durch. Und haben ein selten, drei besonders selten, zwei ultra selten, ein episch und ein WM. Mal gucken, ob die nächsten 100 uns dann vielleicht den erwarteten. Oh, aber irgendwas weggeklickt. Elite Jimmy Hart Manager. Gucken wir gleich, was es war. Ich glaube Elite, oder? Ultimativ? Ich habe es zu schnell weggeklickt. Elite Manager. Wow, auch schon eine Elite. Kann man nicht meckern. Fertig. Jetzt trainieren wir mal schnell dazwischen meine Karte. Und diesmal denken wir dran, dass wir auch die. Die Verbesserung mit wegmachen. Und die Fusion starten. Wir haben ja mindestens eine epische gezogen, dass ich es mir dann jetzt leisten kann, die Fusion anzugehen. So, wir trainieren aber weiter. Alle Verbesserungen auswählen bis auf die Elite und die Ultimativen. Kriegt alles Seth. Und nochmal die Fusionskammer. Hier sind wir. Wir brauchen noch. Sie zu viel, aber okay. So, dann geht's weiter. Es ist zu warm. Ich nehme es heute am heißesten Tag der Woche auf. Und zweimal Kendrick auf der Hand. Da kann es nicht funktionieren. Charisma Tempo. Da kann es tatsächlich auch mit Kendrick funktionieren. Charisma langt nicht ganz. Ich mache hier Save und spiele mal ein 3-Punkte-Match.
wenn ich das nicht gern mache, aber ich habe vorhin auf Autofüllen gedrückt und das ist nicht das Deck, was ich sonst eigentlich gespielt habe. Weil da konnte ich immer gemütlich durchgehen. Härtekraft ist natürlich mit Doppelkentrick richtig kacke. Ja. Härte wird ein bisschen eng. Aber Mist pumpt ja Gott sei Dank nicht auf Härte auf. Darum ist das Ding für uns gewonnen. Ach du Schande. Kraft, Tempo. Kraft, Tempo. Kraft gewinnen wir. Tempo gewinnen wir. Nein, er pumpt auf. Hoffentlich kam Tempo als Wert ran. Sieht gut aus. Puh, Schwein gehabt. So. Dann hier starten wir. So, und dann haben wir das Ding gewonnen mit Doppel-Kentrick auf der Hand. Ich ziehe das ja echt schön in die Länge, die 200 Picks. Eigentlich wollte ich Gas geben. Aber gut, müsste jetzt ertragen. Weil vielleicht ziehen wir ja noch ein WM33. Wen würde ich ziehen? Also hier natürlich ist Diva das, was das Wichtigste für mich wäre. Und noch eine Diva Pro. Wir können gleich mal meinen RTG. Ne, wir machen nur heute Picks. Nur Picks. Ich meine, die Jinder Mahal, wenn ihr das Video guckt, ist natürlich die Jinder Mahal RTG schon durch und die Goldberg RTG schon durch. Also die Goldberg Team RTG und die Mahal RTG. Ich weiß nicht, warum sie Goldberg in die Team RTG reingemacht haben. Die Karte ist so overpowered. Darum, ich gehe fast davon aus, dass wenn ihr das Video seht, entweder der Announcer für WM-Fusionen schon. Oh. Kacke, bin ich doof. Wie viele Picks habe ich verschwendet? 3000. Leck mich doch am Arsch. tja. Ich kann mich wohl nur auf eine Sache konzentrieren. Bis die 3000 Verträge sind. Was für eine Arbeit. Ich könnte heulen. So, hopp, finden Gegner und nicht wieder so eine Trantüte, die hier alles macht. Komm, komm. Lord British, yeah. Meine Fresse, was ein Dreck. So, also die ersten 100 Picks haben wir und wir haben 4, 5, 6, 7, 8, 9 Board Resets. Davon war eine Elite und eine WM 33, nee, WM, WM 33 wäre schön. So, die Bailey. Er hat eine Sasha Banks Pro. Okay, haben wir gemütlich gewonnen. Und auf geht's zu unseren Picks. 53 haben wir wieder. Wir haben 5 gekriegt. Und wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Oh, noch eine ultra seltene. Naomi. Na, hallo, Stift. Bei der Hitze gibt sogar mein Stift auf. So, machen wir mal so rum. Ich denke, wir kommen so mit jede halbes Board einen Reset durch. Heißt bei 200 eine epische Niki. Die zweite epische. Machen wir einfach hier weiter. Wir wollen doch aber. Also eigentlich muss ich jetzt eine WM33 Diva ziehen, wenn ich schon 3000 Credits für einen dummen, ich glaube Cesaro was, verschwendet habe auf WrestleMania oder Survivor sogar. Also mit den Picks kriegen wir mindestens noch ein Board Reset hin.
Na komm. Lass dich nicht bis zur letzten Karte bitten. Du zerstörst unseren Schnitt. Besonders seltener John Cena. So, drei Karten haben wir noch. Das heißt, wir gehen einmal noch. Diesmal vorsichtig. Oh, fuck, ey. Einmal vorsichtig in die. Das hängt nur an dem dummen zweiten. Okay. Hier an dem hier. Okay. Okay, das brauche ich nicht, sonst würde ich, wäre meine Maus immer nur hier oben. 32. Fatzig. Wir machen wieder 48, da sind wir ein bisschen über 200. Wer aufgepasst hat, kann, oder wer will, kann es ja mal ausrechnen. Ich schätze, wir sind bei 200. Hier haben wir dann vier Spiele gemacht. 5, 1 haben wir verloren. Naja. 210 oder sowas. Und wir zählen mal eine seltene, vier besonders seltene, drei ultra seltene, zwei epische, eine WM, eine Elite. Und jetzt wäre es halt noch geil. Zwei WM33? Nein. Eine WM33 langt. Gegen Bagel. Schau dir es an. Tempo. Darf Jeff ran gegen Neville. Ich habe noch nie einen Neville auf WM33 gezogen. Hier, Matt Hardy ist bei Kraft, Charisma der Beste. Und hier gewinnt AJ Styles gegen John Cena. Wir kriegen wieder 5 Picks. Und machen uns jetzt mal an die letzten 200. Ich mache hier weiter. Falls ich an die letzten 200 gesagt habe, meinte ich logischerweise an die letzten 50. So, da und hier und hier. Noch 9 Karten auf dem Board. Ein seltener Big E. Das ist erst die zweite seltene Karte, die wir gezogen haben. Huh. Rosa Mendes. Ihr wüsst, wenn ihr wüsstet, wie heiß es heute jetzt gerade bei mir ist. Also, es sind nicht nur gefühlte 30 Grad. Ich nehme ja das Video am. Oh, ein besonders seltenes Ding. Der fünfte besonders seltene. Mit 27 kriegen wir mindestens noch ein Board Reset raus. Zwei wären schön. Na komm. Langsam wird es für den zweiten eng. Einen haben wir auf jeden Fall noch. Nochmal einen besonders seltenen. Wir haben noch 10 Picks. Kommt jetzt noch irgendwas? Kommt die WM 33? Und wenn nicht, nehmen wir es als Statistik-Lehrstunde. Letzte Karte, nix. Also, grob 200 Picks haben wir gemacht, haben zwei seltene, sechs besonders seltene, drei ultra seltene, zwei episch, eine WM und eine Elite-Karte. Das heißt, da sind 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. 15 durch 200, 200 durch 15. Hartes Kopfrechnen angesagt. Es ist auch noch so heiß. 12, 13. Ja, jeder 13. Pick ist ein Board Reset. So grob gesagt. 13. bis 14. Pick ist ein Board Reset. Wo man sich natürlich dann hochrechnen kann, wie viel Picks man mal haben muss, um da mal die besseren Karten zu ziehen. Aber das machen wir heute nicht. Ich hoffe, euch hat das Picken etwas gefallen und. Tja, ich drücke euch die Daumen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, meine Freunde.
Puh, ist das heiß.